Der liebe Freund, hier ist euer Steinwallen. Herzog Leopold ahnt, dass er bald sterben wird. Aber er möchte nicht wie ein alter Greis im Bett dahinsiechen, sondern er möchte an der Spitze seiner Armee sterben. Und aus dem Grund ist er noch einmal in den Krieg gezogen, in den Krieg zugunsten seines Vasallen hier, dem wir schon einmal geholfen haben, Graf Henry II., für den wir Turin erobert haben und der nun einen Anspruch auf Cuneo hat. Das ist jetzt aktuell unser Kriegsziel. Es geht wieder gegen das Herzogtum von Piemont, gegen die Herzogin Giselle II. Allerdings ist nun noch etwas hinzugetreten und vielleicht bereut er es insgeheim, dass er jetzt diesen Krieg erst einmal gestartet hat. Ein Kreuzzug steht bevor, aber der wird erst in 14 Monaten beginnen und andererseits glaubt er nicht, dass er so lange leben wird. Dennoch hat er zugesagt für sich, für sein Haus und es gilt hier noch einen Begünstigten einzusetzen und ja, das ist nicht so einfach. Ich denke, dass Männer vorgehen. Also, dass er seine Tochter jetzt einsetzt, kann ich mir nicht vorstellen. Die Kinder, die sind nicht möglich. Wir haben sonst nur Frauen. Es ist eigentlich nur ein Mann möglich. Und das ist er hier, Heinrich Etichonen Verona. Und ich finde, das ist auch gar keine so schlechte Wahl, weil er immerhin eine direkte Beziehung hat nach Thüringen. Denn sein Großvater war Herzog Heinrich von Thüringen und seine Großmutter Helene von Straßburg. Ja, und damit haben wir hier wirklich eine sehr direkte Verbindung. Und ich glaube, der wird als Begünstigter gewählt. Wir werden da, glaube ich, eh nicht so erfolgreich sein, aber man weiß ja nie. So, gut, dann widmen wir uns weiter diesem Krieg. Wir sind hier gerade dabei, die Hauptstadt des Herzogtums zu belagern. Und das geht, glaube ich, auch relativ schnell. Die Belagerung von Asti, 3 Monate verbleiben. Der Feind zieht über die Alpen nach Norden, während hier noch eine verbündete Armee aus Meißen jetzt zu uns kommt und dort auch noch sogar das Kriegsheer belagern wird. Das ist hervorragend. Also ich denke, wir werden hier wirklich unten alles erstmal belagern, bevor wir irgendwie den Feinden dort entgegenziehen. Sie wollen zumindest hier nichts tun. So, und ein Artefakt, das Schwert von Giselle, haben wir uns angeeignet. Aber ich denke mal, wir bleiben hier beim Streitkolben. Wobei, das ist ja auch nicht unser, es ist ja auch irgendwoher. Kampfgeschick +2 und das Schwert Kampfgeschick +3. Insofern spricht nichts dagegen, glaube ich, das anzulegen. So, jetzt werden wir helfen hier bei dieser Belagerung. Da wollen wir hin. Die funktioniert im Moment noch nicht so gut. Blöderweise, es könnte sein, dass da wieder abgebrochen wird. Aber das ist mir jetzt egal. Jetzt ist wirklich das Kriegsziel entscheidend. Oh, Bildung hat sich nochmal erhöht. Außerdem hat die Belagerung hier einiges an Gold gebracht. Das ist auch gut. Was machen hier die Feinde? Okay, die haben wirklich einen Fehler gemacht. Jetzt merken sie, wie falsch es war, die Hauptstadt alleine zu lassen. Sie ziehen zurück. Sie werden aber es nicht mehr schaffen, Novara zu erreichen, bevor die Bayern das auch besetzt haben. Hervorragend. 73%. Es ist wahrscheinlich nicht mal nötig, hier eine Schlacht zu schlagen, so wie es aussieht. Sie ziehen merkwürdigerweise, was machen die Bayern? Sie ziehen dorthin. Naja, gut. Hier ist gleich das Kriegsziel in unserer Hand. Jawohl. Und nein! Nein! Es ist jetzt wirklich... Aber, Leute, ist es nicht ein Tod, so wie er sich ihn gewünscht hat? An der Spitze seiner Armee und auch noch gerade im Moment eines großen Erfolges, denn es ist, also die Eroberung ist erfolgt. Das Kriegsziel ist quasi in der Hand, in seiner Hand. Oh Mann, was für ein Drama. Herzog Leopold ist nun also tot. Mit 65 Jahren. 29 Jahre hat er regiert. Hier steht, dass er sich zu Tode trank. Aber das bestreiten wir. Er ist irgendwo hier am Rande dieser Schlacht bei der Belagerung vielleicht gestorben. Er hat sich nicht zu Tode getrunken. Er war begeistert von der Jagd, verbrachte oft Wochen in der Wildnis. Ja, klar. Herzog Thomas besteigt den Thron. So, und der Krieg wird geerbt.
Das ist klar. Wir schauen mal. Die Nachfolge ist so wie geplant. Schmalkalden, die Hauptgrafschaft des Herzogtums Thüringen, bleibt bei Thomas und Straßburg ebenso. Dann wird Theoderich Herzog von Österreich. Und Johann bekommt Lobdeburg und Siegfried Orlamünde. Das alles in Thüringen. Ja, schauen wir uns sie nochmal an hier. Graf Gerhard, Gräfin Heilwig, Gräfin Helene. Hier haben wir Leopold gehabt und nun also Thomas. Aber wir sollten noch mal ein bisschen über ihn sprechen. Ich setze hier schon mal fort. Aber ja, was kann man zu ihm noch mal sagen? Er war jemand, der nicht an der großen Politik interessiert war, an irgendwelchen Ränkespielen oder ähnlichem. Er war ein Krieger von Anfang an. Als er das Herzogtum übernommen hatte, war er im Dienste des Kaisers, wenn ich mich recht entsinne, hier in einem Krieg in Kroatien, teilweise gegen das Byzantinische Reich. Da hat er auch so ein paar Feindschaften mitgenommen. Aber in dem Moment, als er dann hier die Verantwortung über Thüringen hatte, seitdem hat er, glaube ich, kaum noch im Heer oder gar nicht mehr im Heer des Kaisers gekämpft. Das hat ihn, glaube ich, ein bisschen gewurmt. Und er hat versucht, ja, seine eigene Macht auszunutzen, um erneut den Krieg zu erleben. Und das hat in einem Punkt tatsächlich dann auch dazu geführt, dass die Macht des Hauses enorm gewachsen ist. Und wir müssen jetzt mal hier reinschauen, genau. Denn rein machtpolitisch ist natürlich der Zugewinn von Österreich und jetzt auch von diesen italienischen Gebieten sehr, sehr wesentlich gewesen, auch für die Geschichte des Hauses. Natürlich ist Österreich jetzt wieder unabhängig, aber, ja Gott, sein Sohn, Bruder des jetzigen Herzogs, der regiert dort, es ist ein reiner Etichone und das ist das Verdienst unseres Mannes. Seine Frau hat ihn im Kern immer irgendwie unterstützt, aber er hatte auch immer das Gefühl, dass er nicht wirklich die Zügel in der Hand hat, in bestimmten Dingen zumindest. Und als sie dann gestorben war, nach doch einer langen Ehe, war er dann etwas erleichtert und hat dann aber seitdem eigentlich sein Leben nur noch auf den Schlachtfeldern verbracht und hat mehrere sehr, sehr erfolgreiche Kriegszüge durchgeführt. Bis zuletzt auch dieser Kriegszug wird ein Erfolg werden. Das ist klar, denke ich. Vor allem auch, und das war gar nicht so sehr seine Absicht, aber er hatte nun mal so unglaublich viele Kinder. Seine Frau hat da ebenfalls natürlich einiges geleistet. Und ihm ist es aber wirklich gelungen, diese Kinder alle hervorragend zu verheiraten in die wichtigsten Herzogtümer des Reiches. Also das muss man ihm auch hoch anrechnen. Obwohl er kein großer Diplomat war, wollten diese Herzogtümer offenbar diese Verbindung, denn er hatte einen guten Ruf. Und was wir überhaupt nicht vergessen dürfen bei dieser ganzen Aufzählung, er hat es tatsächlich geschafft, dass Thüringen für kurze Zeit oder für längere Zeit, ich bin mir nicht sicher, dass Thüringen die Kurfürstenwürde, also die Wahlwürde hier, errungen hat. Und ist es noch so? Ist es so geblieben? Ha! Theoderich von Österreich hat dies jetzt übernommen. Kann es sein, dass es damit zusammenhängt? Dass der Besitz von Österreich damit zusammenhing? Auf jeden Fall, aber ist aber gut. Ich meinte, er ist jetzt auch der Stärkere. Ich bin nicht sicher genau, wie das berechnet wird. Definitiv stärker als Thomas, insofern nachvollziehbar. Also er hat immerhin die Kurwürde noch inne. Und was ich ganz schön finde eigentlich, was ich gerade gesehen habe. Wartet mal, wir gucken da nochmal rein. Habe ich das richtig gesehen? Er wählt sogar seinen Bruder Thomas. Och, das ist ja lieb reizend. Ob das so bleibt, wir werden sehen. Ansonsten wollen sie alle Hermann von Kärnten haben. Aber die beiden sind befreundet und das ist doch schon mal ein schöner Beginn dieser neuen Herrschaft von Thomas. Aber liebe Leute, ich weiß, dass normalerweise diese Folgen länger dauern, aber da wir jetzt am Ende dieser Staffel sind, werde ich hier nicht wie gewohnt
in gleicher Länge weiterspielen, weil ich finde es einfach sehr, sehr schön, wenn wir wirklich am Beginn dann auch der nächsten Staffel uns Gedanken über Herzog Thomas machen. Die Frage ist, wird er diesen Krieg jetzt hier eigentlich noch zu Ende führen? Er selber ist kein großer Krieger. Ich denke, das wird jetzt erstmal ein Ratsmarschall machen, der auch mit unterwegs war. Ich würde sogar sagen, vielleicht warten wir einfach tatsächlich hier nochmal das Ende des Krieges ab, bevor wir irgendwelche Entscheidungen treffen. Das können wir vielleicht noch machen, dass wir einfach hier Frieden haben. In 8 Monaten ist der Kreuzzug. Das ist dann auch noch so eine Frage, wie wir da agieren werden. Aha, da gibt es gleich eine Fraktion unseres Bruders. Ja, das ist jetzt ein bisschen der Nachteil, dass wir natürlich hier viele, viele Dinge nicht klären. Aber wir sind bei 98%. Das müsste jetzt eigentlich gleich vorbei sein. Wir müssen einfach nur... Nein! Okay, er hat die Hauptstadt zurückbelagert. Gut, Leute, dann ist jetzt hier Schluss. Dann muss der Krieg natürlich noch ein bisschen ernsthafter geführt werden und wir müssen alles besetzen und ähnliches, alle Posten und so weiter. Aber das, wie gesagt, das machen wir dann beim nächsten Mal. Wir machen uns Gedanken über Herzog Thomas. Wir können schon einmal kurz reinschalten oder reinschauen. Er ist zufrieden, ja. Er ist großzügig und sprunghaft. Sehr interessant. In vielen Punkten, glaube ich, das Gegenteil von seinem Vater. Und dass er hier ein großer Eroberer wird, das ist schon mal ziemlich ausgeschlossen. Insofern ganz passend, dass er hier gleich einen kleinen Rückschlag erlebt. Aber wir werden sehen, worauf das hinauslaufen wird. Ich verabschiede mich, wie gesagt, aus bekannten, benannten Gründen etwas vorfristig aus dieser Staffel. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.